Wir haben neben dem Kapitalschnitt, der politisch die Quadratur des Kreises ist, einen zweiten Paradigmenwechsel vorzunehmen. Aber ich will auch gleichzeitig sagen, auch das scheint die Quadratur des Kreises zu sein im Politischen. Nämlich eine radikale Arbeitszeitverkürzung, wovon die Gewerkschaftsvorstände selbst nichts wissen wollen. Vielleicht wissen das einige im Raum, glaube ich schon, dass ich ja mit dem Kollegen Professor Masserat wir 2013 Manifest geschrieben haben, sofortige Einführung der 30-Stunden-Woche bei vollem Lohn und Personalausgleich. Das war kurz auch in den Medien. Heute spricht keiner mehr drüber. Die Gewerkschaften haben den Ball nicht aufgenommen, leider nicht. Aber vor dem Hintergrund des von mir Gesagten, Stichwort nochmal Massenarbeitslosigkeit, 25 Millionen Arbeitsplätze fehlen allein in der EU. In Deutschland sind es etwa 10 Milliarden Arbeitsstunden, die fehlen. Um von einer einigermaßen vollbeschäftigten Wirtschaft zu sprechen, damit das auch aufhört mit dem Prekariat, damit der verteilungsneutrale Spielraum wieder generiert werden kann. Der wird nämlich auch deshalb nicht generiert, weil wir Massenarbeitslosigkeit haben. So, und wenn ich da dann, wie die Gewerkschaften es leider machen, reine Lohnrunden fahre, ob jetzt Verdi wieder öffnen, die 6%, bei uns Stahlindustrie 4%, reine Lohnrunden. Arbeitszeitverkürzung kommt da überhaupt nicht vor. Da macht die Nahles war da, aber wir berichten in Berlin, machen die Gewerkschaften Arbeitszeitkongress. Ja, das lief darauf hinaus, wir müssen für die Frauen die Arbeitszeiten flexibilisieren, damit die ihre Kinder besser aufkommen. Da fällt es ja fast vom Stuhl. Da wurde die stellvertretende Vorstandsmitglied von Verdi gefragt, was ihr denn dazu einfallen würde. Da meinte sie, ja, wir müssten die Überstunden abbauen, das war es dann. Also auch hier ist nichts zu erwarten. Nicht zu erwarten an politischem Bewusstsein und an ökonomischem Sachverstand. Wie wollen denn die Gewerkschaften jemals den verteilungsneutralen Spielraum wiederholen, wenn uns demnächst vor dem Hintergrund, Stichwort Digitalisierung, will ich hier gar nicht groß bemühen, die Produktivität immer mehr wegläuft und immer mehr Arbeitslosigkeit entsteht? Ich weiß doch, wie Tarifverhandlungen laufen. Die Unternehmer lachen sich kaputt. Können die Gewerkschaften denn wirklich noch mal sagen, wir rufen euch zur Wahl und ich, oder ich sag mal anders, ich hatte einen Traum. Verdi, IG Metall, alle zusammen, die alle in einem DGB, die sind sich mal einig gewesen, die Vorsitzenden. Und der DGB-Vorsitzende, die haben zur Pressekonferenz gerufen. Alle Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften. Ich habe ja gesagt, ich hatte einen Traum. Und die sagen dem deutschen Volk und den Unternehmern, hört sich Schluss mit der Umverteilung. Das Spiel ist aus. Und jetzt werdet ihr unsere geballte Macht, die wir noch haben, die werdet ihr jetzt kennenlernen. Ihr wer? Die Unternehmerverbände und die Unternehmer. Wir fordern. Und setzen das auch durch, indem wir in den Streik treten. Nicht im Warnstreik, die Kollegen mal bei der Firma Willi Wurst für 2 Stunden auffordern, doch mal richtig dem Kapital ist zu zeigen. Nein, wir rufen alle Abhängigen zur Wahlurne. Ja, zur Wahlurne. Und dann entscheiden die über Streik, unbefristet. Und dann müssten sie erstens fordern, Arbeitszeitverkürzung. Zweitens, Arbeitszeitverkürzung. Und drittens Arbeitszeitverkürzung und nichts anderes. Dass ihr in Bayern noch einigermaßen an den Arbeitsmärkten auf Rosen gebettet seid, ich lade doch alle mal ein, in Ruhrpott zu kommen. Da könnt ihr mal Solidarität üben. Wir haben da eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 20% realiter. Und nicht nur da. Mit einem totalen Verfall von Infrastruktur, von allem.